Final für euch, liebe Fight-Fans. Mit Hendrik Nietzsche gegen Maurice van Weinberge. Das ist ein wirklich interessanter Kampf, denn hier steht ein super Striker mit Maurice van Weinberge gegen einen Grappling-Experten Hendrik Nietzsche. Hat schon gegen Peter Sobotka gekämpft. Das wird sich entscheiden, aber Peter Sobotka ein klassischer Kämpfer. Hendrik Nietzsche schon lange dabei. Meines Erachtens weit über 20 Kämpfe, soweit ich weiß. Hat viele Leute schon gekämpft. Hauptsächlich sehr schön. Hatte den Single Leg, gibt den auf, klammert jetzt. Ey, ich hab den Sieg nicht gefunden. Finish vielleicht. Trip Takedown folgen. Hey, ist doch diese Werte. Und der Takedown von Van Weinberge in die Butterfly Guard. Passiert schön.
Tritt wieder in der Garage. Der hat hinten und unten zurück in die Frille geladen. So ein Bloße. Ich denke, er wird jetzt auch sein Game hier unten aufbauen. Aber vielleicht nicht die klügste Entscheidung, jetzt im Boden zu gehen. Gerade weil der Gegner am Stand richtig ängstlich schien. Aber gut, Weinberger wird schon wissen, was er tut. Ich hoffe, dass er es weiß. Der Nietzsche geht hier auf den Sweep, man sieht das schön, er versucht aus der Butterfly zu sweepen. Fußhebel-Experte, muss man dazu sagen, der Nietzsche hat unheimlich viele Kämpfe mit Hilo gewonnen. Sollte ja darauf aufpassen oder bei Weinberger, weil dann könnte es schief gehen. Kann ganz schnell aus sein. Oh ja. Aber er verteidigt bis jetzt ganz gut eigentlich. Steht immer wieder weg, sollte auf die Abkicks aufpassen. Poundet selber links im Kopf, ja, steht sehr gut. Harter Treffer von Weinberger. Der auch Wirkung gezeigt hat. Und das Gesicht ist rot. Dann macht das Tanki ein bisschen recht gut. Gibt ihm keine Zeit, dem Mietschke an die Beine ranzugehen. Ja, genau, er bleibt ruhig. Jetzt lässt Marco Brösel aufstehen wegen Passivität. Das Ganze wieder im Stand. Jetzt wird man sehen. Schöner Jab von Weinberger, bewegt sich gut, ja, etwas wild, aber schon wieder zum Double Leg. Oh, Nietzsche zieht die Guillotine zu. Das könnte klappen. Klappt es? Oh, die ist eng. Nichts los. Kriegt sie nicht zu. Nein, hat das schlau gemacht, hat er blockiert, geht jetzt wieder raus. Sehr gut von Weinberger, hat begriffen. Unten ist Nietzsche sicherlich im Vorteil und macht das sehr schlau bisher. Taktisch würde ich sagen, hat er den Kampf in so gut gewesen, gleich vorne, weil er wirklich richtig macht. Punktet, geht raus, lässt sich nicht attackieren. Und jetzt wird er unterbrochen, der Kampf, und wieder aufstehen. Weinberger sucht hier immer den Clinch. Ich ein bisschen, dass er den Clinch so sehr so. Ich hätte gerne nachgekämpft, mehr zu schlagen und treten, aber trotzdem ein bisschen Lacke in den Ich wundere es auch sehr, weil gerade im Stand er gute Figur abgegeben hat, meines Erachtens. Der Gegner nicht viel gegen den, aber gut. Hoffen wir mal, dass das alles so geplant ist. Oh, er kommt jetzt, kommt er auf die Mount? Nein, also wenn er Nietzsche bewegt, eben gesagt hat, sein Weg ist sehr gut. Ja, das ist aber egal. Man sieht, der weiß, was er da macht. Als ein Geschiedskomplett, das ist sein Kampf. Aber mir ist egal. Und das merkst du eben auch wirklich an. Ganz oder ruhig, oder auch, selbst bei meinen eigenen Jungs ist das egal. Wenn sie auf den Kampf gehen, dann kämpfen sie. Das ist, er holt sich immer wieder die Guard, er stört, aber irgendwie stört er momentan nur das Game von Maurice. Versucht hier immer zu sweepen, aber man muss sagen, die Base von Maurice ist sehr gut. Auch nicht ihn zu swingen. Meine Ellbogen am Boden, hat meine Ellbogen zum Kopf. Ja, ich denke einfach, da sieht man auch ein bisschen körperlicher, der war uns hier sicherlich ein Vorteil und hat wirklich eine sehr gute Base. Aber man muss sagen, hinten nicht, bleibt ruhig. Er fühlt sich heute unten nicht. Er kommt aber der Gart noch nicht vorbei, ne, Boris? Das schafft einfach nicht. Nee, also, ich würde am Bus noch mehr kommen, sie müssen noch mehr überzeugen. Bis jetzt war für mich so die Empfindung, dass ich sagen würde, Maurice hat den leicht vorne. Genau, aber hier musste man wahrscheinlich eine 10-9er geben, aber auch mit keinem guten Gefühl, denn viel hat Maurice nicht gemacht. Nein, vor allem, wenn wir ehrlich sind, es waren zwar Treffer, aber keine Wirkungstreffer. Die haben berührt, sag ich mal. Genau, das sehe ich auch so. Verstehe ich momentan den Gameplan noch nicht, aber das ist bei ihm, das ist überraschend. Das werden wir gleich sehen, ne? Genau. Ja, ne?
Kopf rein, weil, ja, kommt da mal schön durch. Aber Nietzsche steht zwar orthodox, aber scheint ihm dann doch Probleme zu machen. Ja, aber jetzt hieß der, es wieder drin, hat diesen Satz kaputt gemacht. Eigentlich genau anders, wie wir erwartet haben. Der Maurice greift mit Clinch-Situation an, will die Takedowns und Nietzsche verteidigt. Genau, wir haben wieder das gleiche, was wir in der ersten Runde hatten. Ja, schöner Trip-Takedown hier, jetzt mal die Mount. Mal sehen, ob er hier jetzt mehr mit machen kann. Ja, Freeze. Gott sei Dank relativ gut wieder rausbewegt. Also er macht das, was man eben auch beim BJJ beachten muss, damit der Mann schon mal recht geben, die Hüfte hin und her bewegen. Und so schafft man sich Freiräume oder wird auch sicher. Denn viele bleiben statisch auf dem Rücken liegen, dann bist du halt irgendwann ganz schnell am Ende. Und das ist wirklich wahr. Er arbeitet nur mit seiner Hüfte. Finde ich fast. Oh, ein schöner Kopftreffer von Maurice. Ja, das zwingt Nietzsche zu Boden zu gehen. Jetzt hartes Knie wieder. Und ich glaube, der Kampf ist gleich vorbei. Nietzsche müsste hier hart kassieren jetzt. Hart immer fest von Maurice. Nietzsche aber mit Nehmerqualitäten. Also jemand, den man mal eben harte Knie jetzt hier. Maurice macht jetzt alles gerade richtig, attackiert hart im Knie, aber Nietzsche dreht sich wieder raus. Nietzsche dreht sich wieder raus, muss jetzt aber aufstehen, ist hart gezeichnet. Hat auch sichtlich Respekt jetzt. Also hat sich, glaube ich, ein kleiner Cut in der Stirn geöffnet, dass man hier sehen kann. Maurice ist natürlich voller, gerade ein Tiefschlag von Seiten. Maurice lässt weiterlaufen, Maurice ist jetzt sehr aggressiv. Nietzsche mit dem Takedown. Mal sehen, was er jetzt auf der Top-Position. Ja, das ist jetzt sehr gefährlich. Er geht zum Beinhebel. Hat er ihn den Fußhebel? Geht nicht durchgedreht. Maurice muss über das Knie. Beide hebeln jetzt. Nein, raus, ist raus. War aber sehr eng. Ich dachte, er hätte es gehabt. Jetzt arbeitet Maurice wieder mit Crowd and Pound von oben. Und Nietzsche verteidigt nur, dreht sich auf den Bauch. Dreht sich durch. Fängt sich wieder ein, zwei Hände ein. Hey, sieht fast dann aus, wenn eventuell gleich abgebrochen wird. Harte Treffer. Breusen guckt ganz genau zu. Und da ist wieder die schöne Hüftbewegung. Also das macht er gut, aber er kassiert einfach zu viel. Ja, es ist auch am Bluten, am Kopf, schießt in der Stirn. Aber ich würde auch sagen, im Moment sieht es wirklich so aus, als wenn er den Kampf fast aufgegeben hätte. Er bewegt sich nur noch raus. Attackiert selber gar nicht mehr, verteidigt eigentlich auch gar nicht so sinnvoll, finde ich. Geht jetzt mit dem Rücken zum und einfach fährt. Er nimmt hier wirklich nur noch Schläge, ist aber zäh. Er geht jetzt zum Kimura. Ja, das könnte es sein. Und der Kampf ist vorbei. Wer hätte das gedacht? Ja, also die zweite Runde hat Maurice wirklich geil gemacht. Super Kampf. Erste Runde war etwas langweilig, zweite Runde war nicht mal schuldig, also da ging doch was ab. Ja, ich denke, vielleicht war es auch seine Idee gewesen, wirklich den Kampf im Boden zu kriegen, um den anderen zu überraschen. Das kann sein und vielleicht hat er auch wirklich wirklich die erste Runde aus. Maurice hat dazu geneigt, was er gesagt, ich bleibe ein bisschen ruhiger und hat toll gemacht. Also man sieht, er hat an sich gearbeitet. Richtig, stark an sich gearbeitet, hat er gesehen, hat die beiden Hebel verteidigt, er hat immer wieder geschafft. Zu kontrollieren in Nietzsche und auch wirklich hart nach einer zweiten Runde richtig zu attackieren. Und aber wenn die sehen, dass er seinen Bodenkampf richtig verbessert hat. Ja, jetzt kämpft jetzt auch in der Mannschaft, in der ich selber kämpfe, in der Bundesliga mit bei Spanien.